Und wir kommen zurück nach Deutschland und in den Wahlkampf, der sich 2,5 Monate vor der Bundestagswahl mehr um persönliche Verfehlungen dreht als um Perspektiven der Politik. Etwa um die Frage, ob die Energiewende nur ein vielversprechendes Wort bleibt oder die Neuen die Alten tatsächlich hinwegblasen. Und wer das eigentlich alles bezahlen soll. Denn selbst am Meer, wo oft eine steife Brise geht, kommt die Energie nicht einfach kurzerhand frisch eingefangen aus der Steckdose. Hinter den Deichen mittendrin in Haurup hat Silvia Aust erfahren, wie die Rotoren für frischen Wind auf dem örtlichen Energiemarkt sorgen können. Schleswig-Flensburg im hohen Norden Schleswig-Holsteins. Hier lässt sich der Fortschritt beim Ausbau der Windenergie besonders gut beobachten. Allerdings sind noch nicht genug Netze vorhanden, um den Windstrom bei starkem Wind auch immer abzutransportieren. Trotzdem muss er vom Netzbetreiber bezahlt werden, denn die Windmüller haben ein Anrecht darauf. Die Kosten werden auf die Stromkunden umgelegt. Dabei gäbe es eine Lösung für die Nutzung des grünen Stroms vor Ort. Wir besuchen Marco Bartelsen in Haurup im nördlichen Kreis. Er betreibt dort einen Elektrolyseur, der aus ungenutztem Windstrom Wasserstoff macht. Ja, hier im Prinzip ist der Start, kann man so sagen, der Anfang. Letzten Endes zur Wasserstoffherstellung brauchen wir im Wesentlichen zwei Sachen. Das ist Strom und Wasser. Und das ist das Herzstück des Projektes. Genau, hier haben wir den Elektrolyseur. Mit dieser Anlage in Containerbauweise stellen wir den Wasserstoff her. Damit könnten Sie dann so ein Auto betanken? Beispielsweise, ja, richtig. Wasserstoff aus dem Container mitten auf der grünen Wiese. Hier drin spaltet der Strom das aufbereitete Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Wir hören, die Anlage ist mitten im Betrieb. Sie kann etwa 20 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde produzieren. Damit könnte ein Wasserstoffauto bis zu 2500 Kilometer weit fahren. Doch das ist nicht die einzige Nutzungsmöglichkeit. Bei diesem Projekt wird der Wasserstoff zum Beispiel direkt nebenan in ein Erdgasnetz eingespeist und versorgt Privatabnehmer, die damit ihre Häuser heizen. Von der dänischen Grenze bis fast nach Hamburg. In der Nachbargemeinde Handewitt treffen wir den Bürgermeister. Mittlerweile sind alle im Dorf mit dem Boot. Ihr Dorf macht mit. Es gab am Anfang ein paar Nachfragen zu dem Thema, ob Wasserstoff, wenn es gelagert wird, eben in irgendeiner Form gefährlich sein kann, ob es Explosionsgefährdungen gibt oder so etwas. Aber das haben wir in einer Informationsveranstaltung sehr gut dann auch beseitigen können, diese Zweifel. Zurück nach Haurup. Besprechung mit dem Abnehmer des grünen Wasserstoffs Greenpeace Energy. Es geht heute auch um das Thema Geld. Denn das ganze Projekt funktioniert nur deshalb, weil der Bund die Investitionskosten mit 400.000 Euro fördert. Das Endprodukt, Wasserstoff, ist trotzdem noch extrem teuer. Der Grund: Steuern, Umlagen und Abgaben. Er wird fast 30 Cent teuer pro Kilowattstunde. Wenn man das vergleicht mit Erdgas, dann Erdgas kostet fast nur ein 20stel davon. Und dazu braucht man spezielle Kunden, die bereit sind, so viel dazu zu bezahlen, um eine Veränderung zu erwirken, eine Veränderung zugunsten der Energiewende, damit wir die Wasserstofftechnologie erfolgreich einführen können. Einer dieser speziellen Kunden wohnt im 40 Kilometer entfernten Nibel. Wir besuchen Armin Albers. Moin, Herr Albers. Moin, grüß Sie. Er kauft den grünen Wasserstoff für seine Heizung, trotz der hohen Kosten. Wirklich kostensparend ist es nicht. Aber ich glaube, die Gesamtrechnung ist ohnehin eine andere. Also das, was wir persönlich zahlen, kriegen wir vielleicht an anderer Stelle, vielleicht in Lebensqualität ein bisschen wieder rein. Das ist so. Also ein wenig Hoffnung auf die Zukunft ist es auf jeden Fall. Grüner Strom vor Ort genutzt, das geht im Moment nur mit Förderung und Idealismus. Die Macher vor Ort wünschen sich, dass die nächste Bundesregierung dafür sorgt, dass der Wasserstoff rentabel wird.